Ich führe heute mal wieder ein kleines Interview und heute habe ich als Gast Carsten Manske dabei. Hi Carsten. Hallo Jonah. Ja, Carsten hat etwas Arbeit reingesteckt in eine Liste, die er jetzt aufgestellt hat und die werde ich hier auch mal einblenden oder zumindest Teile davon einblenden. Denn er hat eine Liste erstellt, eine Torjägerliste, nenne ich sie jetzt mal, wo alle Torschützen der HSG aus diesem Jahr aufgeführt sind und bei allen sind alle Tore zusammengerechnet worden, also in allen Spielen und auch in verschiedenen Altersklassen, die sie gemacht haben. Und das ist echt eine ziemliche Arbeit gewesen, wenn man sich das mal anguckt. Es sind genau 200 Spieler hier eingetragen, sehe ich hier vor mir. Ja, Carsten, wie bist du da überhaupt drauf gekommen, so eine Liste zu erstellen? Dadurch, dass ich bei mehreren Mannschaften auf dem Kampfgericht sitze und du siehst pro Mannschaft immer wieder die gleichen Spieler, die viele Tore machen. Und der eigentliche Auslöser, und davon weiß die Person gar nichts, ist unsere Insa Finkenburg. Da war mal ein Interview mit ihr in der Zeitung oder ein Bericht über sie in der Zeitung, wie viele Tore sie gemacht hat, dass sie auch immer präsent ist, viele Tore macht pro Spiel. Und dann ist mir mal so in den Kopf gekommen, wie viel hat sie denn gemacht? Wie viel pro Saison? Das kannst du ja einsehen in der Nu-Liga, aber wie viel hat sie denn mal geworfen, seitdem sie für die HSG spielt? Das war so der Auslöser. Und dann habe ich mich dabei gesetzt und habe so eine Liste mal erstellt. Sehr schön, ja. Und jetzt hat man auch so einen gesamten Überblick über die ganze HSG. Also es geht ja runter bis zur weiblichen und männlichen D-Jugend, glaube ich, hast du alle Spielerinnen und Spieler drin, auch aus allen zweiten Mannschaften und auch sogar aus der alten Herren habe ich, glaube ich, sind auch Spieler alle mit drin. Also da muss man echt dich loben, wie viel Zeit hast du denn dafür investiert? Also es sieht unglaublich nach viel Arbeit aus. Also das waren etliche Stunden, die ich da investiert habe. Ich wollte das eigentlich mir einfach machen und für jede Mannschaft wird ja in der Nu-Liga eine Torschützenliste erstellt und die wollte ich eigentlich nutzen. Nur habe ich dann leider feststellen müssen, dass nur die ersten 100 Spieler pro Mannschaft oder Altersklasse da Ja. vorhanden sind, so. Und dann scheiterte das natürlich, denn mein Anspruch ist das, dann auch alle zu erfassen. Und selbst die, die bloß ein Tor gemacht haben, sollten nicht hinten runterfallen. Und auch die alten Herren, da sind ja welche bei, wie der Holger Bartel, die schon ewig Zeiten Handball spielen und war mir wichtig, dass die auch mit aufgeführt werden. Ja, sehr schön. Das ist auch cool für jeden Spieler, der sich da, also fast jeder Spieler, der in der HSG spielt, kann sich da drin ja auch finden. Also naja, jetzt vielleicht die Torhüter vielleicht nicht, die keine Tore geworfen haben. Dazu muss man natürlich auch sagen, Tore werfen ist im Handball ja natürlich nicht alles. Also viele Tore werfen ist natürlich schön, aber Handball besteht ja auch mehr als Tore werfen. Also wenn man jetzt vielleicht nicht sich so ganz weit oben in der Tabelle findet, heißt das ja nicht, dass man unbedingt ein schlechterer Spieler deswegen ist, sondern andere Qualitäten vielleicht auch hat. Ja, was musstest du denn genau machen, damit du diese Liste erstellen kannst? Nachdem das mit dieser Torjägerliste in Nu-Liga gescheitert war, habe ich mir für jede Mannschaft, jedes Spiel das Spielprotokoll aufgemacht. Ich Oha. habe insgesamt 280 Spielprotokolle öffnen dürfen. Oha, stark. Das in einer Saison, die abgesagt wurde, also die vorzeitig beendet wurde. Ich möchte nicht wissen, wie viele es gewesen wären, wenn die Saison zu Ende gespielt werden würde. Ja, bestimmt 400 noch. Wärst du bestimmt noch drauf gekommen. Ja, ich wollte das zurückverfolgen bis Start Nu-Liga. Man kann im Moment die Protokolle einsehen bis zum Spieljahr 2016, 2017. Und danach noch einzelne, weil nach 3 Jahren werden die gelöscht. Und Okay. das wäre ein Riesenberg Arbeit noch geworden. Und irgendwann müssen wir eh einen Stichtag setzen. Und dann Ja. hab ich jetzt gesagt, so, die Saison reicht. Ja, genau. Ja, außerdem finde ich, das ist auch eine zu gute Idee und das könnte man ja vielleicht auch, vielleicht kriegst du ja in den nächsten Saisons Hilfe oder andere Leute, die das vielleicht fortführen wollen, so eine Liste weiterzuerstellen, weil es ja echt interessant, sowas zu sehen.
Ja, ich kann ja mal vielleicht ein paar Eckpunkte hier sagen. Man kann ja zum Beispiel auf jeden Fall schon mal sehen, dass Moritz Klamm aus der männlichen C-Jugend und männlichen B-Jugend hat er gespielt letztes Jahr. 321 Tore und damit einsamer Spitzenreiter ist, kann man so sagen. Ja, 321 Tore ist unglaublich. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, dass so viele Tore in einer Saison von einem Spieler erzielt wurden. Da muss man natürlich sagen, Moritz spielt viel in der C-Jugend, spielt viel in der B-Jugend und hat auch noch Relegationen gespielt. Die wurden ja auch mit reingerechnet, wo er auch viele Tore geworfen hat. Aber das ist schon eine Spitzenleistung, dass er da mit so einem Abstand von über 100 Toren Erster ist. Also ja, dann zum Zweitplatzierten kannst du ja vielleicht sogar was sagen, Julia Adenau. Die spielt ja in der weiblichen A-Jugend und in der zweiten Damen, ne? Ja, vielleicht erst noch zu Moritz zurück. Moritz hat in seiner Landesliga-Saison 190 Tore geworfen in der regulären Saison und war damit noch nicht mal Spitzenreiter. Also da war jemand mit über 200 Ja, Toren. stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja, und auf solche bemerkenswerten Sachen stößt man dann auch erst, wenn du das zusammenrechnest und guckst. Und dann, als ich die 321 zusammengerechnet habe, war ich mir selber nicht mehr sicher und habe dann nochmal nachgeschaut und völlig irre. Ja, Und also echt eine starke Zahl. ja, zu Jules. Ja, Jules spielt auch zweite Damen und A-Junioren und dann mit mehr Spielrecht oder Spielrecht für mehrere Mannschaften kommt man schon mal auf gute Torquoten, ja. Ja, auch über 200 Tore, 203 sind es bei ihr. Ja. Ja, dann haben wir noch den dritten Platz, so um das Treppchen so ein bisschen zu vervollständigen, haben wir Ole Kurok, der auch in der C-Jugend mit Moritz Klamm spielt und auch in der B-Jugend. Ja, ich denke, bei denen ist es auch geschuldet, dass sie echt viele Spiele dieses Jahr in der HSG gemacht haben. Und was ich auch interessant finde, ist, ich hatte ja jetzt Spielerkonferenzen geführt, schon mit etlichen Spielern, also schon mit 32 Spielern in der HSG. Und da haben wir auch immer so eigentlich so ein Schätzquiz gemacht, wie viele Tore haben sie denn in der Saison gemacht? Und da war es schon interessant zu sehen, wie viele, ich habe das ja mal rausgesucht in den Statistiken in Nu-Liga. Und da war, für mich war es schon immer so interessant zu sehen, oh, wer hat jetzt die meisten Tore gehabt? Also Moritz hatte ich ja auch einmal in der Konferenz oder Ole oder Hakon, der Vierter zum Beispiel ist in der Liste. Und ja, da habe ich schon überlegt, sind das jetzt wohl die meisten Tore oder gibt es noch wen, der noch mehr hat? Und das ist echt schön anzusehen, das alles so in einer Liste sortiert zu haben und auch sich selber zu finden. Also wenn ich jetzt weiter in die Liste gucke, da finde ich mich selber auch und da kann sich jeder selber finden. Einfach super, dass du das da für uns erstellt hast. Ja, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Beim Handball sind ja, wie du schon sagtest, die Tore ein bisschen die Anzahl der Tore nicht ganz so wichtig wie beim Fußball, aber trotzdem schön, so eine Liste zu haben. Und wenn du denn mal große Mannschaften siehst, da wird dann zum Beispiel auch mal ein Lars Lehnhoff für 1000 Tore geehrt, zum Beispiel. Also warum nicht? Genau, ja. Und wenn man das ja jetzt auch vielleicht über mehrere Saisons führt, also jetzt nicht unbedingt auf die letzte zurückgerechnet, aber jetzt vielleicht auch auf die kommende Saison, die kommt und so, den kann man ja auch noch drauf addieren und sowas. Und da kann man echt super Sachen noch mitmachen. Ja, schöne Statistiken mitführen. Ja, was ich noch so zur Liste, so ein paar Punkte noch vielleicht sagen wollte, auf jeden Fall fällt auf, dass in den Top 10 sind ausschließlich Jugendspieler außer Insa Pinkenburg, die du schon genannt hast. Insa Pinkenburg ist die einzige Seniorenspielerin, die auf Platz 5 ist. Und der Rest ist alles mit Jugendspielern gepickt. Was auch ja, dafür spricht, dass die Jugendspieler natürlich aushelfen können, in höheren Jugenden mehr Spiele haben. Ja, aber es ist auch schön für solche Spieler, wie zum Beispiel aus der männlichen D-Jugend oder weiblichen D-Jugend, können Spieler sehen, oh, ich habe jetzt mehr Tore geworfen als jemand aus der ersten Herren oder ersten Damen. Das ist natürlich auch schön für die anzusehen. Natürlich kann man das nicht vergleichen mit dem gleichen Niveau, aber ja, das rückt dann auch so ein bisschen näher, also wenn man so die Zahlen so vergleichen kann mit so guten Spielern aus der HSG. Ja, das meine ich auch. Da kann man sich ein Stückchen weit dran hochziehen. Die Tore müssen, die Anzahl der Tore muss auch erstmal gemacht werden. Selbst wenn das eine Jugendmannschaft ist, die müssen gemacht werden. Die Anzahl der Spiele muss absolviert werden. Ja, die Insa spielt ja nur erste Damen.
spielt in einer Mannschaft, aber das ist für die Jugendlichen vielleicht doch mal ein Anreiz und rückt das auch ein bisschen näher. Da hast du recht, dass man dann auch mal guckt, ey, ich habe schon mehr geworfen als die Inter oder jemand aus der ersten Herren, gerade Jungs da und so ein kleiner Ansporn, ja. Ja. Ja, das ist eine schöne Sache. Ja, Tore sind natürlich auch in jeder Mannschaft wichtig, die man und in jeder Mannschaft werden die Tore gebraucht. Und dann kann man das auch schon ganz gut auch vergleichen. Ja, dann fällt mir noch auf, dass Nikolai Hengst ist der erste Spieler von der ersten Herren, der auf Platz 11 dann kommt mit 113 Toren, also auch über 100 Tore. Es sind insgesamt 15 Spieler und Spielerinnen, die über die über 100 Tore geworfen haben. Das ist eine echt große Zahl. Und da fällt mir auch auf, dass unser erster Vorstandsvorsitzender, Felix Lattwesen, dass der es auch, trotzdem er nicht mehr so viel spielt bei uns und vor allem eigentlich nur noch einen alten Herrn spielt, auch noch die 100-Tore-Grenze geknackt hat und auf Platz 14 in der Liste ist, was ich ziemlich beeindruckend finde. Ja, da kommen erstaunliche Dinge dazu zustande, wenn man so eine Liste da führt und mal guckt und man kann auch tolle Entwicklungen sehen, welche die Jugendlichen nehmen, aber auch ersten Damen, erste Herren, die zum Anfang der Saison nicht so treffen und dann plötzlich Spielsystemumstellung vielleicht oder du siehst an einzelnen Spielen, jetzt war da mal vielleicht Freiheit für jemand anderes oder eine hohe Trefferquote da rauskommt, 8 pro Spiel oder 10 oder was, ist ganz unterschiedlich. Ja, super. Ja, genau. Für alle, die das sehen, die können sich ja vielleicht auch mal diese Liste, werden wir dann auf jeden Fall auch zu einem Zeitpunkt, denke ich mal, demnächst auch mal öffentlich stellen, damit jeder sich auch mal selber in der Liste suchen kann. Ist ja auch ziemlich interessant, sowas zu sehen und sich zum Beispiel vergleichen mit, ob es jetzt ein erster Herrenspieler, erste Damenspielerin ist oder auch nur mit seinen Freunden vergleichen, wie man, wie viele Tore man geworfen hat. Ist ja schön anzusehen. Und ja, dann könnte man ja vielleicht so einen kleinen Aufruf starten, dass jeder, keine Ahnung, seinen Platz irgendwo postet oder so. Kann man auch schöne Dinge irgendwie auf den sozialen Netzwerken noch starten oder kleine Videos noch irgendwie zumachen. Ja, dann danke ich dir, dass du dieses kleine Interview mit mir geführt hast und vor allem, dass du diese Liste erstellt hast, also die wirklich großartig ist, kann man einfach sagen. Und ja, dann hoffen wir, dass wir in den nächsten Jahren, dass die Listenführung, vielleicht wird die dann auch ein bisschen einfacher oder du kriegst ein paar Helfer dazu. Und, ja, wir müssen ja mal sehen. Also ich möchte das gerne weiterführen. Es wird dann etwas einfacher, aber man muss am Ball bleiben. Du musst, wenn der Spieltag durch ist, dich da hinsetzen, dann hast du immer bloß ein Protokoll pro Spieltag, pro Mannschaft. Du hast nicht so einen riesen Berg, genau, wie das jetzt ist, ja. Und müssen wir mal sehen. Ich hatte ja Sebastian und dir vorgeschlagen, ob wir denn vielleicht eine kleine Ehrung da einführen können für so ein hohes Ergebnis. Und wenn wir jetzt bei DAD-Jugend anfangen und wir verfolgen das ein paar Jahre lang, dann hast du ja wirklich eine Grundlage, wo du sagen kannst, ey, hier, rechne mal hoch, wenn Moritz Klamm nochmal 321 macht, dann ist er bei 3 Jahren, ist er auf der 1000 Tore. Genau. Ja. Wir müssen mal gucken, wäre so eine kleine Idee zu gucken, ob wir da mal eine Ehrung dahin kriegen, entweder ja, über einen Trainer, über Förderverein oder irgendwas. Vielleicht kriegen wir, ergibt sich da mal eines Tages was. Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Vielleicht kann man da auch irgendwas einrichten, so wie mit der Spielerin oder Spieler des Jahres auf einer Jahreshauptversammlung. Könnte man auch vielleicht die 3 Spieler und Spielerinnen mit den meisten Toren ehren oder aus der Jugend und aus der Damen oder aus den Herren. Ja, da kann man viele Dinge machen und ja, so eine Liste hilft einem dann natürlich ungemein weiter. Also super, dass du die erstellt hast. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, dann danke ich dir und dann sehen wir uns bald wieder in der Halle, wenn die Saison wieder losgeht. Jawohl, hoffentlich bald. Wir warten ja schon alle drauf. Ja, gut. Tschüss. Mach es gut, ne? Tschüss.